Mit dem Gurubai. Nach einem Relock war alles möglich. Ja, Gurubai kann wieder bauen, alles wieder schön. So. Achso, ich wollte schaufeln, genau. Und Stockpile setzen. So. Zack. Zack. Was hast du so am Wochenende gemacht, Nifias? Nix. Na Mensch. Wirklich nix. Also gar nichts? Nee, aufgenommen so ein bisschen. Kirby aufgenommen zum Beispiel. Das neue Kirby. Ich habe deine Kommentare gar nicht mehr gelesen in letzter Zeit. Ich weiß gar nicht mehr, was abgeht. In der Welt des Nifias. Meinst du bei Overwatch und so? Ja. Ach, immer das Gleiche. Kennst du das so? Ich kenn das, ja. Deswegen finde ich es ja so witzig. So. Wann kommt wieder eine Folge mit Hanzo? Heute kam, glaube ich, eine, wo ich Hanzo gespielt habe. Kam heute eine Folge? Stimmt, da war diese Widow, die gesagt hat, put the fucking shit down, noobs! Die war da, wo ich einfach Hanzo geblieben bin. Gute Window. Widow. Eine gute Window, ey. Naja. Aber ist ja Kommentare halt. Ne? Overwatch. Halt. Jetzt guckt er erst mal. So. Nee, ist völlig okay. So, zick, 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 zick. Not enough room. Was? Ich hab schon wieder 20 Steine. WTF. Ach so. Na, okay, ich verstehe. Nee, verstehe ich nicht. So. So, ich brauch Holz. Konnte ich nicht. Was? Bäume anpflanzen hier. Ging das nicht irgendwie? Ja, einfach eine Hake nehmen, den Boden einmal haken und dann den Baum drauf. Aber ich habe keinen Baum. Ich habe Baum. Aber ich habe auch noch nie Baum gekriegt. Brauchst du Baum? Aber warum kriegst du denn Baum und ich nicht? Ich weiß nicht, ich habe 6 Saplings, habe ich. Darfst du eigentlich gerne mal bei mir einpflanzen? Ich komme. Hast du schon Spots gehakt dafür oder muss ich die auch mitnehmen? Nö, kannst du einfach irgendwo hinhaken. Timber! Ich habe schon lange kein Holz mehr gefällt. Ich habe auch noch voll viel Holz hinten bei mir auf dem Lager, also. Wenn du es nötig hast. Ja, ich hab's gerade nötig. Dann kannst du abholen. Kannst du dir was nehmen? Ich will halt mein Haus gerade vergrößern, deswegen habe ich es nötig. Ja. Kannst du nehmen. Jetzt habe ich gerade einen Timber gemacht, jetzt muss ich gerade hier einmal. Wenn alles hier eben. Da hinten sind die Blätter so alle voll am Rumfallen. Ich sehe das vom Weiten so. Wenn wir halt eine ebene Fläche hätten mit den Roads, könntest du halt einen Karren nehmen und dann schön 5 Bäume fällen und mit einer Karrenfahrt schön wieder nach Hause. Haben wir aber nicht. Nee, wir haben keine Roads. Einen Karren hätten wir aber keine Roads. So habt ihr 6 Bäume hingepflanzt. Dankeschön. Jetzt so ein bisschen Bone Meal drauf. Ah, ne, warte. So. Mal die Erde hier ein bisschen beiseite packen. Jetzt ein bisschen Bone Meal drauf. Timber! Ihr kennt das, Leute. Wenn ihr Dreck in der Wohnung habt, einfach in die andere Ecke schieben, dann sieht man das nicht mehr. So. Profi-Aufräumtipps mit Nefias. Ja. Sollen wir Luma fragen, was sie davon hält? Als ob sie aufräumt. Ist Lu bei euch nicht so die aufräumende Kraft? Ich würd eher sagen, dass ich eher die Person bin, die hinterher ist, dass die Wohnung halbwegs sauber bleibt. Ich hasse das. Ich hab das von meiner Mutter. Meine Mutter ist auch so. Deine Mutter. Meine Mutter. An dieser Stelle grillen wir die Grüße raus an Nefias Mutter. Die Mutter. Hallo, Frau Fias. Glaub nicht, dass sie die Videos guckt. Ich glaube auch nicht. So verzweifelt und so selten hört sie meine Stimme dann, glaube ich, doch nicht. Na. Wann hast du dich das letzte Mal bei deiner Mutter gemeldet? Letzte Woche? Oh. War ich sogar da. Weil ich habe ja den Luxus, die wohnen nicht weit weg von mir, weißt du. Ja. Ja, wir waren am Wochenende da. Aha.
Ich war ja in Deutschland einheben. Milch trinken. Ach so, in Deutschland warst du einheben. Milch haben wir getrunken. Ging ja, mir geht ja jetzt mit dem neuen Auto, ne? Mit Likör 43. Probier das nicht aus, Leute. Probier das nicht aus. Likör 43? 43er mit Milch kenne ich. Was kennst du? 43er mit Milch kenne ich. Ist das nicht dasselbe? Weiß ich nicht. Ist das dasselbe? Ich hab's nie getrunken, weil Milch drin ist. Und Milch und Alkohol, das kann ich nicht ab. Das schmeckt. Nee. Ja, wie soll ich das denn jetzt beschreiben? Ja, du googelst doch schon. Das ist doch... Nee, ich google nicht. Ich drücke es bei mir eh und sammle Steine ein. Das ist mit Milch, ne? 43er mit Milch ist das, ja, ne? Ja. Das schmeckt dann und halt... Und Vanillezucker, oder? So, irgendwie so war das. Nö. Machen wir auf jeden Fall nicht da rein. Okay. Und dann schmeckt das halt... Das schmeckt halt süß. Das. Süße Milch. Ich meine, Kava wird es auch tun, ne? Aber... Kava? Oh Gott. Timber! Ja, wie Kava. Heißt das nicht Kava? Kakao? Ja, Kakao, Nesquik, scheiß drauf, ist egal. Früher gab es auch, hast du, ich glaube, es gibt es in Deutschland immer noch, diese so Bananenmilch und Erdbeermilch zum Mischen halt, zum selber mischen. Gibt es das noch in Deutschland? Klar. Ist auch Kava. Kava ist auch Erdbeermilch. Ist doch Kava, ne? Ja. No product placement übrigens. Nee, nee. Ja. Fand ich immer cool. Ja, fand ich auch. Ich war immer so der Erdbeermilch-Fan. Ja, Banane fand ich auch nicht schlecht. Banane und Erdbeer, genau. Das sind so die beiden Milchsorten. Geht auch klar. Oder mal so eine Müllermilch-Banane oder Erdbeer. Ist auch mal ganz geil. Mm. Gibt's leider hier nicht. Zählt das als Raum jetzt? Ja, es zählt als Raum. Das ist schon mal sehr gut. Dafür ist alles dunkel. Ich müsste eigentlich den Boden wieder ausheben. Ach ja. Das ist ganz schön scheiße, ne? Ja, ich kenne das. So, machen wir mal die Erde hier weg. Eine Fackel bräuchte ich jetzt hier und scheiße, ey. Scheiß die Wand an, Mann. Aber ich will keine Fackeln verschwenden. Gott sei Dank, Mann. Gibt's ne Pumpgun? Apropos Fackel verschwenden, sagte er und hat die Fackel noch in seinem Haus an. Okay. Nicht lang fackeln, Nefias. Was brauche ich denn für eine Torch? Dann mache ich mir doch gleich mal zwei. Ich baue mir jetzt auch mal einen Torch-Stand und eine Fackel. Ich baue mir noch einen Torch-Stand. Dann stelle ich mir die unten. Ich baue mir noch zwei Fackeln. Brauch ja nur Holz. Easy game. Hast du ja nicht jetzt Holz von mir geholt? Nee, ich hab's selber abgebaut. Hab relativ viel rausgekriegt, tatsächlich. Ja, wenn du das geskillt hast, geht das gut. Ja. Ging voll klar. Oh. Naja, und dann sind wir Samstag wieder zurückgefahren und dann hab ich dann abends Football Manager und OWL. Football Manager und Chill. Ja. Weiß gar nicht, was wir Samstagabend gegessen haben. Gar nichts, glaube ich. Ein Brot gab's. Wir haben am Wochenende auch nur Brot gegessen. Reicht dir dann immer für zwei Tage, wenn du so ein ganzes Brot holst. Ne? Ja. So. Kann ich das jetzt anschalten? Hui. Es werde Licht. Und Goro bei Sprach, es werde Licht. Doch er fand den Schalter nicht. Ach guck mal, das reicht tatsächlich, um beide Räume auszuleuchten. Ja, die Fackeln sind richtig krass vom Ausleuchten her. Vor allem, da ist eine Wand zwischen. Ja, das ist voll heftig. Heftig, Junge. Wo lege ich denn jetzt die Erde hin? Ach, das ist alles scheiße. Hä, ich hab doch gerade den Torchstand hier in dem Ding. Kann man mit gesehen. Erde das heißt, irgendwas Cooles bauen, außer eine Rampe? Nein. Nee, ne? Nee. Erde ist so ein Müllprodukt eigentlich nur. Ja, dann werden wir uns eine Rampe bauen.
Dirt Ramps kannst du damit halt bauen. Sag ich ja, Rampe. Ja. Rampe. Oh, Licht in der Höhle, nice. So. Ich freue mich auch. Es sind nur noch 4 Tage. Und dann? Dann sind wieder Ferien. Scheiße, ey. Es sind Osterferien. Dann sind Osterferien. Alter, Lehrer, ne? Eine Woche Osterferien. Ja, Lehrer, wenn ich das schon wieder höre. Nur am Chillen, die Lehrer, ey. Hart dafür gearbeitet. So, ich habe ein bisschen Stein rausgehauen. Und dann geht es tatsächlich in Dänemark. Jetzt wird es ein bisschen politisch. Ist es okay, wenn es jetzt politisch wird? Ja, ja. In Dänemark gibt es einen Konflikt. Oh nein. Zwischen den Arbeitgebern, den Kommunen sozusagen und den öffentlichen Angestellten. Also Streik. Es gibt Streik. Das heißt, du arbeitest noch weniger. Das heißt, ich arbeite trotzdem noch, weil wir nicht streiken sollen. Wir sind nicht ausgewählt für Streiken. Schade. Aber die Arbeitgeber haben dann auch eine Möglichkeit. Was ist die Arbeitgebermöglichkeit für Streik? Lohnkürzung. Ja, Lockout heißt das. Dass sie euch nicht arbeiten lassen und genau, ihr kein Geld kriegt. Genau, die lassen uns nicht arbeiten, sodass wir kein Geld kriegen. Auch gemein. Aber gibt's das in Deutschland auch? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Das habe ich noch nie gehört. Ich glaube, durch die Gewerkschaften, habt ihr Gewerkschaften? Ja, ja, das sind ja die den Streik ausgerufen haben. Ja, eben. Okay. Und das ist die Antwort für den Arbeitgeber auf den Streik. Das ist im Prinzip, ist es ja smart gemacht, weil sagen wir, du bist angestellt in einer Firma, dann, wenn er alle seine Mitarbeiter nicht zur Arbeit kommen lässt, dann tut ihm das weh, weil er nichts produziert. Ja. Er stempelt halt selbst. Ja? Das Problem ist, der Arbeitgeber geht mit diesem Lockout ja das Problem aus dem Weg, dass er euch trotzdem bezahlen müsste. Ja, aber wenn er nichts produziert, macht er ja Verlust dadurch. Der private Arbeitgeber macht dadurch Verlust. Unsere Arbeitgeber sind aber die Kommunen. Die sparen einfach nur das Gehalt. Das tut denen ja nicht weh. Wir produzieren ja nichts. Ja. So, das tut dem halt nicht weh. Ja gut, bei Lehrern, ja gut. Tut nur den Schülern weh, die weniger lernen und dumm bleiben. Das stimmt. Aber dieses Mal sind es zum Glück nicht nur die Lehrer, sondern es sind auch die Pädagogen und die Krankenschwestern und das Gesundheitssystem allgemein. Ärzte. Mhm. Alle, die in öffentlichen Institutionen arbeiten, dürfen nicht zur Arbeit kommen. Ärzte, das ist natürlich hart. Das haben die gut gemanagt, würde ich sagen. Die Arbeitgeber. Dann sitzen die ja immer am längeren Hebel. Das ist ein ganz schöner Hebel. Ja, eben. Die sitzen immer am längeren Hebel. Für immer. Das heißt, ihr streikt um mehr Geld und er sagt, nö, scheiß drauf, ich Lockout, dann krieg ich dir gar kein Geld mehr. Ja. Das ist ja voll assi. Brauchst ja gar nicht streiken. Das gab's vor 5 Jahren schon mal. Da waren die Lehrer, nur die Lehrer damals, die waren gelockoutet. Voll mies. Das, was dann natürlich passiert, ist, dass die Gesellschaft das nicht cool findet. Weil keine Schule, müssen die Kinder zu Hause bleiben. Und wenn die Eltern nicht auch gelockoutet sind, dann müssen die Großeltern drauf aufpassen. So findet die breite Bevölkerung findet das natürlich scheiße. Ja, 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 ja. Was ist der nächste Schluss? Die Regierung macht ein Gesetz. Ja? Mhm. Der Witz ist, wer entscheidet denn? Wer sind denn eigentlich unsere Arbeitgeber? Das sind die Kommunen. Wer sitzt in den Kommunen? Politiker. Die dann auch das Gesetz entscheiden. So, die kriegen am Ende eh ihren Willen. Ja. Und die scheißen ja nicht ins eigene Nest. Ja. Ja. Oh Gott, die Scheiße gelaufen. Aber ja, nicht. Und
Die kriegen ihren Willen und sparen noch mal eine Woche Geld. Ich weiß nicht, ob ich das nicht kenne, weil ich nicht in diesem öffentlichen Dienst arbeite. Weil Lehrer ist ja öffentlicher Dienst eigentlich schon fast, ne? Genau. Weil du bist ja, ne? Und ich kenne das ja nur, ich habe ja immer nur in der Industrie und im Handwerk gearbeitet. Da gibt es ja, das nicht, auf jeden Fall nicht. Weil da wird ja was hergestellt. Dann macht's in der privaten Sinn. Wirtschaft stellst du ja was her, dann tut das dem Arbeitgeber ja weh. Ja. Weil dann kann er seine Kunden nicht beliefern zum Beispiel, ne? Genau. Aber bei uns sparen sie ja nur Geld. Ja, die freuen sich. Das ist eine typische Win-Win-Win-Win-Win-Situation für die. Naja. Außerdem ist das halt der Schachzug der Arbeitgeber, um die Streikkassen der Gewerkschaften leer zu machen. Weil wenn alle nicht zur Arbeit gehen können, muss die Gewerkschaft uns ja bezahlen. Sodass die noch mehr ihren Willen kriegen. Entweder, dass wir einknicken oder dass die ein Gesetz erlassen. Und letztes Mal, also vor 5 Jahren, wurde ein Gesetz erlassen. Deswegen müssen in Dänemark alle Lehrer auch von 8 bis 4 auf Arbeit sein. Und nicht so wie in Deutschland, wo man dann sagt, ja, und freitags habe ich um 1 frei und hier habe ich erst so 5. Und das gibt's ja hier nicht. Das ist ja alles per Gesetz geregelt. Das haben die damals bestimmt. Das erinnert mich an einen Lehrer aus der Berufsschule. Der war, bei dem hatten wir, das war, als ich noch die Industriemechaniker-Ausbildung gemacht habe. Bei dem hatten wir technisches Zeichnen zum Beispiel. Mhm. Und der Typ war, der war schon ein bisschen älter. Erstmal fing es damit an. Bei der Berufsschule hast du halt vorm Raum gewartet, weil die waren immer abgeschlossen, damit da drin keiner Scheiße baut und so, ne? Und dann musstest du halt immer auf den Lehrer warten, bis die Tür aufgeht. Und dann stehen wir davor, also als Gruppe, wurden dann natürlich auch irgendwann mal genervt, weil der kam nicht und kam nicht. Irgendwann geht die Tür auf, er kommt raus, boah, kann ich nicht mal in Ruhe pennen? Und dann hat er uns halt reingelassen. Dann fing der Unterricht an mit, ja Leute, heute Nachmittag ist in Iserlohn ein Eishockeyspiel, das will ich sehen. Wir machen heute früher Schluss. So, was? Ja, alles klar, gut. Die machen halt, wie sie Bock haben, ne? Ja, eben. Und dann, ihr habt nach der Stunde Feierabend. Ich schreibe rein, wir haben bis 14 Uhr gemacht und wenn ihr die Fresse haltet, haben wir alle was davon. Ja, alles klar, gut, dann hau rein. Da sagt ja keiner was. Nee, da sagt keiner was. Und wir waren natürlich, es gibt Gruppen, da hast du dann halt den Streber, der geht dann da. Weil eigentlich musst du nach der Berufsschule ja nochmal zum Betrieb weiterarbeiten, deine reguläre Arbeitszeit. Ja, muss halt weiterarbeiten, ja. Aber wenn dann die Schule halt eingetragen hat, ja, die waren bis, ne, da, irgendwie bis 14 Uhr oder 13 Uhr musst du in der Schule sein, dann musst du nicht mehr. Kannst du ruhig zu Hause gehen. So, aber wenn du um 11, 12 Feierabend gehabt hättest, hättest du eigentlich wieder, ne, nochmal 2 Stunden dann ackern müssen. Hat natürlich keiner gesagt, aber es gab Gruppen, andere bei uns nicht, natürlich, weil wir waren alle faul, wo dann der Klugscheißer dann natürlich erstmal zum Meister gegangen ist. Ja, wir haben früher Schluss. Und das war natürlich dann das Arschloch der Nation bei denen. Das ist auch dumm. Manche Leute möchten sich auch unbeliebt machen. Vor allem, dem Meister ist das scheißegal. Nur wenn du dann halt dahin kommst, ne? Dann muss er halt, wenn einer da ist, müsste der Rest auch da sein. Dann kann der nicht die Augen zudrücken und sagen, ja, okay, ne? Bist jetzt halt da, der Rest nicht. Das kannst halt nicht bringen als Meister. So. Das war halt, ja. Das liebe Leute, wenn ihr mal in die Situation kommt, seid nicht diese Person. Seid nicht das Assi-Kind. Genau. Seid eher wie der Nephias. Seid faul. Nein, seid nicht faul. Bitte nicht. Nephias. Aber Mama, Nephias hat gesagt. Aber Mama. Wer ist überhaupt dieser der Nephias? Du guckst seine Videos nie wieder. Der wird erstmal geblockt. Der kriegt Adblock auf seine Videos. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Immer langsamer, die jungen Pferden, ne? Jetzt ist mein Stockpile hier oben voll. Jetzt habe ich mein Haus auf jeden Fall vergrößert. GZ? Dankeschön, Dankeschön. Ein bisschen mehr Platz jetzt. Kriegst du mittlerweile auch Punkte für dein Haus? Wo sehe ich denn das? Unten rechts neben deinem Essen. Null. Links. Null. Ich weiß nicht, warum null. Ist too heavy, lol. So schön gebaut. Digi-digi. So schön gebaut. Ist halt noch nicht groß genug. Gott, meine Stockpiles platzen, ey. Ich habe hier einen Stockpile nur mit Sand für die ganzen Steine, die man verarbeiten muss.
Ja, stimmt. Ich muss auch noch mal Sand holen jetzt gleich. So. Achso, warte mal. Kann ich das aus dem Karren direkt? Ja, oh mein Gott. Das System ist echt gut durchdacht eigentlich teilweise. Allerdings, dass man hier so doof scrollen muss, ist dann schon wieder doof. Aber geht. So. Weil ich brauche nämlich einen Pitch. Du brauchst ganz viele Pitches. Du brauchst nämlich immer irgendwie einen Pitch für zwei Steine oder so. Du brauchst ganz viele. Ja. Wo kriegen wir Sand her? Unten vom Strand, ne? Vom Strand. Runde oder vom du kannst auch skillen, dass du aus Steinen Sand machen kannst. Das habe ich geskillt. So. Das ist ein schlechter Scherz. Ich krieg nur eine Schaufel Sand. Ja. Pass auf. Hier, nimm meine Karre mit. Wo bist du gerade? Ich habe gesehen, du bist nach rechts gelaufen. Warte, ich komme da mal hin. Ich bin bei meinem Haus. Ah, ich kann das auch gleich skillen. Ich habe noch 100 Punkte. Nee, hier, du kannst meinen Karren, den kann ich hier hinstellen und dann musst du immer nur bis hier hinlaufen. Du darfst hier nur nicht runter zur die Kante runterziehen, weil sonst kriegen wir den nicht mehr hoch. Wo stellst du den hin? Da? Hier, wo ich stehe. Bis dahin kann ich den machen und dann? Du kannst dann hier halt deinen Sand holen. Hier. Ne? Eine Schaufel und dann kippst du rein. Und wenn du dann den Sand da rausnimmst, kannst du auch 10 gleichzeitig auf eine Schaufel tun. Wie kann ich den mitnehmen? Den Karren? Einfach mit rechts, die Karre kannst du hier mit E, hebst du die so hoch. Achso. Du kannst halt hier nicht hochlaufen. Ne? Brauche ich dafür ein Erddings? Eine Erdrampe? Ja genau, dafür brauchen wir diese Rampen. Na, dann brauche ich auch mal ein paar Erdrampen. Ja, aber kannst du noch nicht. Hast du World Construction geskillt? Ich brauche 500 Punkte noch, sonst könnte ich skillen. Ich kann, Das ist bei Engineering. Road Construction. Habe ich tatsächlich nicht geskillt. Ja, und ich bräuchte 500 Punkte dafür. Wo ist das drunter? Bei Engineer. Basic Engineering. Ich habe Engineering noch nicht mal geskillt. Ja, genau, ich auch nicht. Also ich habe das Buch. Ich habe es gelesen, aber jetzt brauche ich zum Unlocken noch 500 Punkte. Du hast keine 500 Punkte mehr, ne? Nee, aber ja. Meine Preise sind anders. Ach so, warte, ja, aber dann kommt. Je nachdem, wie viel du geskillt hast. Ja, dann. Aber 300 Punkte hast du auch nicht mehr, ne? Nee. Wo ist es denn? Du hast auch Türen schon und so. Digga, natürlich. Du smarter Boy, du. Basic Engineering Skillbook. Leg ich dir mal hier rein. Wo legen Sie es rein, Herr Fias? In. Die Kiste ganz rechts. Hier. Da ist die Scroll drin. Awarded! Hier wird's kacken. Danke. Ohne Fenster. Müsste ich vielleicht nochmal ändern. Engineering habe ich jetzt. Ja. Oh. Ja, 500 Points habe ich jetzt gerade so spontan nicht dabei. Das hast du nicht. Ja, haben wir auch nicht. Ich könnte cheaten, aber wäre ja doof. Das wäre ja doof. Was brauche ich für die Türen? Holz. Holz? Müsste aus dem Carpentry Table, müsstest du die bauen können. Ja, ich beschäftige mich damit gleich nochmal. Erstmal mache ich hier den Sand. Da ist halt ziemlich hügelig hier, wir brauchen hier echt Rampen. Und wenn du dann halt aus den Karren die Sand, kannst du halt 10 gleichzeitig mit nach Hause nehmen. So hast du ja halt erstmal einen kürzeren Weg, kannst die Karre ein paar Mal voll machen. Ich glaube 15 Sand kriegst du da rein. Aber ich kann doch hier nicht den Strand abbauen, oder? Klar. Oder du bedienst dich an meinen Pile. Ich habe ja auch noch einen fetten Pile of Sand. Passt immer noch nicht? Ist das immer noch zu niedrig? Ach komm. Ach komm, Spiel, wie viel. Ich hoffe, das stürzt hier nicht ein irgendwann. Also, was brauche ich jetzt nochmal hier für den. Was war denn das? Open will ich nicht. So, zack. Take.
Kannst du auch einfach mit der Schaufel reinstechen in die Karren, dann kriegst du es auch raus. Ich pull jetzt erstmal den Karren. So. Oh, schon wieder voll. Kacke. Komm, was hier hin. So. Kann ich die Erde dahin ziehen? Nice. Okay, dann machen wir den Pile jetzt erstmal wieder leer. Aber wird mir der Karren hier nicht angezeigt? Kann ich das nicht einfach rüberstoragen? Nee. Das weiß ich nicht. Das ist schade. Wahrscheinlich zu weit weg. Linked Inventories none. Nee. Sehe keine. Ja. Vielleicht, warte mal, wenn du weiter nach da. Ah, nee, weiter nach da. Doch, geht noch. Ja. Ach, hab ich leer gemacht, tatsächlich. Oh, guck mal, den Erdhügel hier, das ist doch völlig krank. Das ist doch krank! Das ist doch krank! Das ist doch Wahnsinn! Das ist doch Wahnsinn, das ist doch der absolute Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Warum steckst du mich in die Hölle? Lief das auch bei deiner Getränke-Liaison am Wochenende? Nö. So ein Scheiß hören wir nicht. Wir hören atemlos durch die Nacht. Hölle, 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 Hölle. So, und wenn es für euch auch die Hölle ist, dass die Folge wieder zu Ende ist, dann lasst ihr einen Daumen nach oben da und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin, haut ihr erstmal rein. Tschüss, war voll spannend, wie ich hier Erde geschaufelt habe. Tschüss. Hölle, 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 Hölle. Hölle, Hölle.